geändert, ist jetzt auf Gleis 7 und werde wohl um 5 nach 8, 10 nach 8 zu Hause sein. Um 6 Uhr hatte ich Feierabend. Anschließend muss ich ja wieder zur Arbeit, 12 Stunden. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Deswegen werde heute mit dem Auto zur Arbeit fahren und die nächsten 3 Tage bis Montag im Auto pennen. Und ich nehme Gizmo mit. Das kotzt mich alles an, ey. Ich zeige euch dann. Ich gehe erstmal schlafen, wenn ich zu Hause bin. Dann zeige ich euch mal das Auto, was ich alles so reinpacke. Die Verbindung von Einbeck Mitte nach Göttingen ist unterbrochen. Ja, das ist schon wieder die nächste Nachricht von der Deutschen Bahn. Ja, und wie gesagt, das bestärkt mich halt immer mehr, dass ich den E-Roller brauche unbedingt. So also geht es einfach nicht mehr weiter. Ja, wie gesagt, heute fahre ich ja, also nachher mit dem Auto. Dann habe ich 3 Nachtschichten, 12 Stunden und dann schlafe ich im Auto. Da habe ich ein bisschen Zeit für mich und für meinen Hund. Weil ich habe ja jetzt gerade mal nur 4 Stunden geschlafen. Und wenn ich das jetzt noch 3 Tage mache, das kannst du vergessen, dann bin ich ja gleich schon wieder urlaubsfrei. Naja. Oh, meine Herren. Weiß nicht, ich soll die Jacke mitnehmen. Ja, wird ja wohl nicht kalt werden, oder? Lass ich mal hier. Hier die Abdeckung, die brauchen wir ja nicht. Die kann weg. Ja, geht's los, ne? So, 4:30. Wollen wir los zur Arbeit. So, jetzt bin ich hier. Jetzt mache ich meine 12 Stunden Dienst und dann. Ja, dann sehen wir uns morgen, wenn ich zu Bett gehe, beziehungsweise im Auto penne. So. Heute ist Freitag. Heute das letzte Mal geduscht. Und jetzt wird 2 Tage nicht geduscht. Also, so wie Habeck das wünscht. Ja. Ich höre halt auf meinen Politiker. Ja, erst ab Montag dann wieder. Aber. Na gut, wenn ich stinke, dann müssen es die Kollegen halt abkönnen, ist mir auch egal. Alles klar, wir sehen uns morgen, Freunde.